Naja, ich hoffe doch mal, dass das Spiel irgendwann soweit ist, weil sonst haben wir irgendwann kein Holz mehr, oder? Rein aus der Logik Ja. heraus. Sanrillas, Ja, wo aber. bist du eigentlich? Ich bin im Wald, warum? Ach so, ja, dann warte ich, bis du wieder da bist. Sag mir lieber, was du vorhast. Ein bisschen Ich Sense wollte mal gerade. spielen. Ja, knick es, dafür hast du gar keinen Mantel. Was habe ich nicht? Du hast gar keinen Mantel an, dann darfst du das nicht. Und du hast keine Ah. Skelettfinger. Oh, hast du eine Ahnung, was ich alles habe, wenn ich vor dir stehe? Nein, aber so ein So. paar Setzlinge sind sicherlich irgendwann mal sehr effektiv. Jedenfalls, wenn wir in dem Tempo weiter den Wald hier niedermähen. Überlege, wie der So. vorher mal aussah. Ja, ich muss jetzt erstmal überlegen, wo ich in welcher Höhle Steine hole. Wollen wir schlafen? Ich bin mitten im Das ist eine Wald. Idee. Ich habe kein Zelt. Wir müssen unbedingt gucken, dass wir uns eine Dingens machen. Webstuhl. Oh, Wörter. Webstuhl. Kannst du ein normales Zelt herstellen? So, dann leg War mich das mal nicht dein schlafen. Webstuhl? Tro, ich möchte Nee, du nichts kannst einen normalen Unterschlupf machen, ja? sagen, aber du Das ist liegst im doof. Boden, ne? Ja. Ich komme dann mal zurückgejettet. Ja, da drückt er wieder Oh, ich habe F2, eine ne? Nachricht. Ich habe eine Nachricht auf meinem Handy bekommen. Pox Place is now online. Echt? Ja? Das wusste ich gar nicht. Muss ich ehrlich sagen, also. Bäh. Ach, ich hätte andersrum laufen sollen, es wäre schneller gewesen. So, mal kurz gucken. Ich habe meine Fenster falsch platziert, sehe ich gerade. Nicht wundern, wenn jetzt irgendwie was weggehen sollte. Ich hoffe, das passiert natürlich nicht. Ich kann die Tür nicht mehr öffnen, weil ich zu weit weg war. Kannst die Tür nicht mehr öffnen, du warst zu weit weg, okay. Ja. Komm nicht durch die Vordertür oder sie ist abgeschlossen. Alles klar. Okay, ich muss jetzt echt mal gerade meine Fenster platzieren. Hol Habt ihr jetzt schon den hol ich geschlafen oder mich. irgendwie oder was? Oder habe ich es einfach nur verpasst oder? Hab mich jetzt Ne, wir einfach haben noch nicht hingelegt. geschlafen. Stopp. Einfach droh das Bett geklaut. Ich lieg ja noch im Bett. Ja, ich Hab ich Pox auch. das Bett Oh, geklaut? jetzt Dann endlich. lagen wir Ah. einfach irgendwie alle ineinander. Ich krieg die Gut. Tür nicht auf, das ist dämlich. Also ich krieg die Türen jetzt auf, ne? Du musst halt. So, Sanrillas, kann ich deine Höhle rechts runter verwenden? Ja, hau rein. Plopp nieder, was Oh da ist. yeah. So Ich Leute, hau mir dann jetzt wollen einen wir mal Webstuhl. loslegen. Wollen wir mal loslegen? Ah, jetzt kann ich hier endlich abbauen. Oh, ich darf es, ich darf es. Ja, also Hä? bei mir seht ihr jetzt ein bisschen hier bauen. Ja. Aber ich möchte euch mal ganz kurz, das haben wir in den Let's Plays noch nicht so wirklich gezeigt. Ich drück mal F2. Zack. Guck mal, was ihr hier unter der Erde seht. Das sind alles Höhlen. Und ich bin auch schon mal bis nach ganz unten geflogen. Das war aber nicht ganz so berauschend. Man hat dann gar nichts mehr gesehen, weil es unten gar kein Licht gibt. Also es wird dann später schwarz. Wenn man aber noch tiefer runter dingst, dann kommst du irgendwann in die Hölle, war ich der Meinung. Ja, ich habe gelesen, es soll da Lava geben. Ich auch. Lass mich einfach mal fallen. Hölle, wo bist du? Nee, doch nicht. Fox, und dann hast du am besten jetzt gerade so noch 5000 Steine am Mann, ne? Und dann. Nein, ich habe eigentlich gar keine Steine so dabei. Hast gar keine Steine Allerdings, dabei. nein. Ach, egal. Ich fliege wieder nach oben, sonst ist das Bild bei mir nur schwarz. Echt. Also, wenn ihr keine Langeweile haben wollt, dann kommt zu Troplay. Dann ist das Bild Ja. nicht schwarz. Von Mein wegen. Bild ist gleich bunter denn je. Wieso, hast du Drogen eingeschmissen? Nee, er lässt gleich die Nyan Cat über seinen Bildschirm fliegen. Das wäre eine Idee. Ansonsten, ja, wie gesagt, den Kommentar der Woche haben wir. Wir haben Ja, haben die wir. Gewinnspiele am Start, ja. Ich würde jetzt gerne natürlich jetzt hier dieses Steam-Card oder sowas zeigen oder diesen Steam-Key, aber wenn ich euch den jetzt im Stream zeige, ist der schneller weggeregistriert als alles andere. Oh, Ja, schnell aufschreiben. So, ja, dann für die Musik ist gesorgt bei mir. Die Musik wird oder ist von Caden. Ja, könnt ihr euch auf der Soundcloud anhören, wenn ihr das wollt. Ihr könnt aber auch da entsprechend meinen Links folgen in meinem YouTube-Channel. YouTube. YouTube. Und ja, wenn ihr mich bisher noch nicht abonniert habt oder den Pox oder den Sanrillas, ja, War klar, dass ich jeder wieder hat. als letzter genannt werde. Gut. Dann könnt ihr natürlich auch gerne diese beiden Herren und Damen abonnieren. Ja, jeder hat sich so ein Ziel gesetzt und vielleicht macht ihr es möglich, dieses Ziel zu realisieren.
Ja, während der Troplay sich als Ziel gesetzt hat, 200 Abonnenten, ist der Sanrillas ein bisschen auf dem Boden geblieben und hat gesagt, 70? Ja, 70 ist das zurzeitige. 70, ja. Liebe Leute, er schafft die 75, oder? Er schafft die 75, das macht ihr möglich. Ihr schafft es, die 75 für den Sanrillas möglich zu machen. Ja, und der Box, ja, der hat die 600 angeschrieben, der geht gleich hier richtig in die Vollen. Was hat er? War das nicht die 600? Nein, das waren nur 500. Achso. Ja, 500, 600, meine Güte, das sind doch alles Peanuts. Ja, aber hey, wenn mir der ein oder andere Zuschauer zu 600 Abonnenten verhelfen will, noch diese Woche, dann klar, gerne, wieso nicht? So, ansonsten, ich weiß jetzt nicht, wie ihr das gemacht habt, ja, ich erwähne es jetzt nur mal bei mir. Ihr könnt das Spiel natürlich kaufen auf Steam. Ihr könnt das Spiel auch kaufen auf der Seite von Rising World selber. Rising-World.net. Ja? Wenn ihr aber andere Spiele kaufen wollt, ja, dann wäre ich sehr dankbar, beziehungsweise bedanke ich mich dann auch jetzt schon mal ganz herzlich. Ja? Ich habe da einen Link zu g2a.com, wo ich meine Spiele mal kaufe. Ich weiß nicht, ob ihr das da auch macht. Also ihr macht das ja auch, aber ich weiß nicht, ob ihr da auch so einen Link habt. Und ja, dann könnt ihr da gerne in dem Augenblick einen Spieler kaufen und ja. Dann denkt an mich, ne? Ihr unterstützt damit erstens die Entwickler, die da die Spiele entwickelt haben. Ja. Und gleichzeitig euren Let's Player. Ja. Und euren Livestreamer. Ja, ansonsten habt ihr da unten auch einen Amazon-Link, falls ihr das über Amazon machen wollt. Ja, auch damit unterstützt ihr. Sanrillas. Ja. Am Eingang deiner Höhle steht eine Ziege. Ja. Die macht mir Angst. Guckst du in den Spiegel? Wieso? Die musst du nach ganz unten in den untersten Raum bringen und dann auf den Altar liegen und opfern. Du hast einen Altar? Natürlich! Wie soll ich denn sonst Satan beschwören? Verdammt, ich komme hier nicht mehr raus. Wie hab ich mich hier festgefressen? Der Fox hat die Ziege benutzt. Was? Dann kommt Thron nicht mehr aus dem Boden. Zur Hölle! Also heute sind wir schon ein bisschen verwirrt, oder? Kann das sein? Ja, genau. Also, ich komme jetzt nicht mehr aus deiner Höhle, ich muss dann so oder so dein F2 drücken. Ja, das haben wir halt schon öfter. Damit muss man leben. Ja. Wie viel Holz soll ich eigentlich holen, sonst schlachte ich echt den Wald nieder. Ja, mach mal. So viel, dass man da eine richtig schöne Hütte bauen kann. Ja, und wie gesagt, wenn ihr die IP-Adresse haben wollt, entweder könnt ihr bei mir in den Videos gucken oder ihr guckt kurz beim Poxplays auf den Channel und holt euch die Adresse. Ja, guckt rein und joint den Server. Weil wir haben hier voll die Überaction, wie ihr seht. Nein, wir wollen ja ein riesen Community-Projekt zusammenbauen und basteln und bla bla bla. Und ihr seid herzlich eingeladen mitzuspielen. Kann dieser komische Typ vor seinem PC mal die Kalappe halten jetzt endlich? Komischer Typ vor seinem PC? Ja, ich halt. Ja. Echt unmöglich, ne? Ja. Ja. Gut, also... verdammt. Hilfe! Das ist echt nicht von dir für Probleme. Du bist das! Alter! Ich glaub's, ich zieh dir mir die Erde unter den Füßen weg. Jetzt flieg ich aber hoch, jetzt reicht's mir. Brauchst du nicht noch mehr Stein? Ich wollte doch nur Stein holen. Ja, das ist ja auch in Ordnung. Aber der Stein liegt dann genau unter Tro. Ja? Genau. Weil der Stein, das war der Stein. Das war der Stein? Das war nicht irgendein Stein, das war ein Tro-Stein. Ja, den hat Tro berührt. Der ist, mindestens das doppelte Wert wie ein normaler. Genau. Knock. Ansonsten auch im Vergleich zu meinen da vorherigen Streams, die ich immer hier gemacht habe, die Streams könnt ihr euch ja auf YouTube noch nachträglich angucken, habe ich auch jetzt Sounds eingefügt, ja, und demnächst wird da noch mehr kommen, aber für Spenden habe ich dann auch Sounds eingefügt, also falls ihr das mal testen wollt, so eine ganz kleine Aufforderung, ne? Nein. Also ihr müsst gar nicht viel Eigenwerbung. Ich weiß nicht, ob ihr es habt. Ihr könnt das ja selber auch. Nein, aber ich meine grundsätzlich nicht. Ich hab noch und hier noch und dort noch und dort noch und hier. Jo. Du redest über nichts anderes. Ich weiß ja nur die Leute darauf hin, was sie hier für Möglichkeiten haben. Machst du mein wieder Twitter-Account Pops, ist einfach auch gar nicht. Ja, das ist natürlich am einfachsten. Dann muss ich auch nicht so viel im Nachhinein trinken. Ja, das ist nämlich so, das ist so der Nachteil so am Let's Playen, ja, oder am Livestream, ja. Man redet die ganze Zeit. Wenn man redet, möchte man irgendwann was trinken. Wenn man was trinkt, was muss man dann? Auf Toilette. Tja. Oder man hat einfach seinen Körper im Griff. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Du bist schon was älter, Tro, also. Ich wollte gerade sagen, ich bin schon älter, ja, ich bin schon,
Ja, ich nässe schon nachts ein. Ich wollte es gar nicht so genau wissen. Nee, also es gibt Sachen, die muss man einfach nicht erfahren. Es kommt halt so mit einem gewissen Alter, ne? So. Ja, du bist ja schon 12. Ansonsten, liebe Zuschauer, habt ihr euch denn schon vorbereitet, ja? Also, bezüglich der Nintendo eShop Card werde ich dann eine Frage stellen, die sich auf Nintendo bezieht. Also, macht euch schon mal ein bisschen schlau über Nintendo, ne? Aber bleibt noch im Stream. Ansonsten verpasst ihr ja die Frage und könnt nicht die eShop Card gewinnen. Ja? 15 Euro, ne, Pox? 15 Euro, zeig's nochmal in die Kamera. 15 Euro. Achso, ich war gerade so geflasht von dem Boden hier. Hier die Karte auch noch total versiegelt, ne? Nicht, dass hier jemand sagt, das ist eine gebrauchte oder sonst irgendwas. Nein, die Karte kommt wirklich bei jemand an und die wird heute definitiv rausgehen, weil zur Not schenke ich sie Tro. Ich möchte nicht noch eine Woche hier liegen haben. Nein, tu's nicht. Ja, ansonsten, die eShop-Card powered by Poxplays. Einmal Rising World powered by Troplay. Yay! Und einmal Rising World, nein, nicht powered by Sanrillas. Leider noch nicht. Aber, ja, powered by JIV Games oder J-E-V, nee, J-E-W, ne? Könnt uns mal einen. Ist doch völlig egal. Könnt uns mal einen Entwickler bitte helfen und sagen, wie ihr Studio heißt? Nachdem sie ein deutsches Studio ist, würde ich ja knallhart sagen, JIW Games, aber das hört sich irgendwie blöd an. Das klingt alles irgendwie nicht ganz so bombastisch. Java Indie Werkstatt. Java Indie Werkstatt. Jetzt wird er kreativ, lauft weg. Noch habe ich nicht angefangen zu singen. Doch, also ich noch ja, wieder doch, an. Hast du. Also ich habe noch nicht wieder angefangen zu singen. Ja, doch, lass es raus. Wurde platzt. So, jetzt brauche ich aber andere Steine, oder Pox? Oder soll ich das auch mit dem Asphalt machen? Nee, ne? Wie andere Steine? Ja, das ist ja jetzt Beton, eine Betonstraße. Boom. Und für den Platz möchte ich ja dann doch andere Steine nehmen. Warte, ne? ich geh mal gucken. Ja, du solltest vielleicht gucken, sowas wie Kopfsteinpflaster was es noch alles gibt. So. Wisst ihr, so, wer hier jetzt bei mir zuguckt, das hier ist meine Katze, ja? Die liegt die ganze Zeit vor meiner Tastatur. Ich zeig's euch mal von allen Seiten. Und du kommst jetzt weg hier. Ja. So, ich habe jetzt einfach mal Steine gebaut. Punkt. Ja, wie gesagt, ich würde halt sowas in Richtung Kopfsteinpflaster oder so nehmen. Ja, habe ich auch so ungefähr vor. Während ich hier immer noch fröhlich einen Baum nach dem anderen ins Nirvana schicke. Ins Nirvana kommen die, glaube ich, nicht. Die kommen ins, ja, keine Ahnung. Kommen Bäume hin, wenn sie sterben. Um Kompost. Box, guck mal, was meinst du? Warte. Achso, du bist ja... Wo ist er denn? Ich bin hier. Wo ist er denn? Wenn man das dann über den ganzen Platz macht. Ich meine nur, das hier sieht aus wie eine Straße. Da macht man dann hier auf der Hälfte so einen schönen Strich dann lang. Und das hier ist dann... Beton. Wobei ich mir eher dachte, wenn wir da so... für die Straße Asphalt nehmen und für den Platz Beton wäre es besser, aber weil das hier sieht so nach guter alter deutscher Vorkriegsautobahn aus. Ja und, kann es doch sein. Klar, und ja. Wir wohnen direkt an der Autobahn. Natürlich, wo denn sonst? Wir an der sechsspurigen A9. Ja. Und eine gescheite Anbindung, damit A9. Wir zur Arbeit können. Oh Gott. So gut. Pox, hattest du jetzt noch Steine geholt oder nicht? Ja, ich hab noch ein paar. Ich weiß zwar nicht wie viele, aber komm her. Ich geb dir welche. Brauchst du doch nicht. Und irgendwie ist meine Musik aus. Oh nein, wie kannst du nur? Ja, Leute, jetzt habt ihr keine Musik mehr bei mir. Guck mal, hier vorne liegen Steine. Tro? Wo? Hier. Guck. Downs. Stones. Hast du sie? Hallo? So. Was? Hast du jetzt die Steine? Nö. Hä? Noch nicht. Wo sind die denn? Hast du die? Na hier. Ach Mist, jetzt war das schneller wie ich. Ja, aha. Siehst du, da wollte er mich doch tatsächlich auf den Arm nehmen, der liebe Pox. Ich glaube es ja nicht. Weil das ja auch sowas Ungewöhnliches ist, oder? Leute, und sowas in einem Livestream. Gibt's denn sowas? Oh mein Gott, wir werden alle sterben. Ich habe jetzt mal eine blöde Frage. Ach, du hast hier Asphalt genommen. Den ersten, den zweiten oder den dritten?
wegen der Straße? Ja. Yep. Oder meinst du jetzt wegen dem Platz?